Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr heute da seid und teilweise auch wieder da seid und irgendwie immer da seid. Saki, danke für diese berührenden Worte und dein Vertrauen. Und danke auch dafür, dass ich heute hier moderieren darf mit Menschen, die mich bewegen auf ganz unterschiedliche Art und Weise und mit denen ich heute über ein Thema sprechen kann, was mich auch bewegt. Und ich rücke ein bisschen zurück, damit ich euch besser angucken kann. Das ist mir nämlich wichtig beim Reden. Und ich würde gerne einmal das Wort übergeben, damit jede einzelne Frau, die hier heute sitzt, sagen kann, was sie sagen kann, damit wir anfangen können zu reden. Herzlich willkommen, ganz viel Spaß bei unserem Panel. Gut, dann fange ich mal an, weil ich außen sitze. Ich fange auch an, mich erstmal zu bedanken bei euch allen, bei Saki, bei Alina, bei dir Dilan, bei dir Amelie, dass dieser Raum geschaffen wurde heute Abend und das ganze Wochenende. Ich bin sehr gespannt. Mein Name ist Nibun Jai. Ich komme hier aus Hamburg. Ich bin Studentin, so nebenbei manchmal, und Mitglied bei Hayusom, einem transnationalen Kulturzentrum, das hier in Hamburg im Bunker sitzt, und bin da langjährig im Ensemble. Ein Performance-Ensemble haben wir neben einer Band und noch aufregenden anderen Sachen, in denen ich mich in den Produktionen, in denen wir uns viel mit dem Alltag in Deutschland, mit Rassismus, Diskriminierung, ganz viel biografischen Elementen beschäftigen, um ja politisches Theater zu machen, im Endeffekt politische Performances, wenn man sie so nennen darf. Gerade darf ich auch Teil des Formation Now Teams sein. Das Formation Now Festival hat diesen September für 3 Wochen stattgefunden. Das findet zweijährlich statt, und Formation Now ist ein Kollektiv, was Hamburg und Landes, international bald auch, Veranstaltungen kuratiert für BIPOC-KünstlerInnen, genau. Schön, dass du da bist, Nemo. Na, danke. Ja, ach komm. Also. Dankeschön. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Vielen Dank. Ich kenne noch nicht alle Namen, aber trotzdem vielen Dank. Auch für die Einladung. Mein Name ist Hervin Al-Sindi, ich bin freischaffende Künstlerin und Professorin an der Akademie Braunschweig und freue mich sehr, heute hier zu sein, um über die Kunst als Widerstand oder auch nicht zu sprechen. Ich persönlich beschäftige mich in meiner Kunst über Erinnerungskultur und wie Erinnerungen rekonstruiert werden und wie die biologischen Zusammensetzungen dessen sind, also dass eine Erinnerung eigentlich auch eine Erfindung ist. Und wie das letztendlich durch die Gesellschaft oder Erzählungen oder Traumata nochmal quasi verdeutlicht wird. Genau, das so ganz kurz. Ist das okay? Das ist super, danke, dass du da bist. Hallo, ich bin Julia Yael Al-Fandari. Ich komme aus Berlin heute angereist, bin tatsächlich das zweite Mal in meinem Leben in Hamburg. Also ich bin ganz froh, hier zu sein. Das erste Mal auf Kampnagel, und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich sehe schon die missfälligen Blicke. Was, zum zweiten Mal erst? Heute bist du ja da, ist doch cool. Yes. Ich bin selbst Aktivistin, ich bin Kunstvermittlerin oder eher Kulturvermittlerin. Ich arbeite, leite eine Kunst- und Kulturorganisation, die in Berlin ansässig ist. Die heißt Dagesh, Jüdische Kunst im Kontext. Das ist das Kunst- und Kulturprogramm der Leo Beck Foundation, das ich vor knapp 2 Jahren mit aufgebaut habe und ausgebaut habe und ziemlich müde bin. Und wir haben uns dieses Jahr sehr, sehr viel mit dieser Frage beschäftigt: Was ist widerständige Kunst? Manche von euch kennen die Person vielleicht, ich weiß es nicht, aber ein Mensch in unserem Netzwerk ist Max Czollek, und er zusammen mit meinem Chef haben das widerständig in wehrhaft umgeformuliert, was ich persönlich immer sehr schwierig fand, weil es mich an Wehrmacht erinnert hat. Aber das ist so mein persönlicher Beitrag dazu. Und wir haben ein Festival vor einigen Wochen erst in Berlin dazu organisiert, das hieß Transitions, wo wir eigentlich die Frage der widerständigen Kunst, die ich persönlich als den liminalen Raum genannt habe, also diesen Schwellenzustand, in dem wir uns gerade befinden,
wo das, was war, nicht mehr so richtig funktioniert, die Strukturen, die wir kannten, zusammengebrochen sind. Und die Frage ist, wie können wir aus unseren eigenen Traumata, aus unseren eigenen Erfahrungen und Visionen in einer nicht ganz linearen Art und Weise, wie wir ja wahrscheinlich alle selbst oder viele von uns selbst sind, ausschöpfen, adressieren, besprechen, neu erfinden, um eine Zukunft und Gegenwart zu gestalten, die uns mitsieht, aber uns sprechen lässt und wir da drin auch sprechen und sichtbar sind. Also es ist nicht mehr so sehr auf diese Frage Widerständigkeit, geht es um Anerkennung? Ja, nein, mir persönlich geht es nicht um Anerkennung, es geht darum, um zu reden, um sichtbar zu sein aus einem eigenen Selbstverständnis und das Wort ist mal ein bisschen schwierig, aus so einer empowernden Art und Weise vielleicht. Danke, dass du gekommen bist. Ja, jetzt sitzen wir hier auf einer Bühne mit einem Mikrofon zusammen, auf eine Art und Weise, in der wir vielleicht normalerweise nicht an einem Tisch zusammen säßen. Und ich freue mich, dass wir das alle zusammen machen. Und weil ich euch dreien vertraue, freue ich mich auch, dass ich hier heute Abend moderieren kann und wir miteinander darüber sprechen, worüber wir heute Abend sprechen wollen. Widerständigkeit und Kunst, haben wir überlegt, ist ein Thema, was Saki und mich bewegt und was sicher auch diesen Ort Kampnagel bewegt. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir euch einladen möchten und ihr seid gekommen. Eine Frage, die mich immer wieder umtreibt und die ich gerne mit euch besprechen wollen würde, ist die folgende. Was hat eigentlich Kunst in eurem Leben verloren? Ich höre ja sehr, sehr gerne Musik. Mir ist auch irgendwann mal aufgefallen, dass ich oft so einen Soundtrack zu meinem Leben baue. Es gibt Menschen wie mein Vater, die tanzen. Es gibt Menschen wie meine Mutter, die hören ganz viel Musik und tanzen und weinen dann ganz doll. Und es gibt Menschen, die machen das alles und zeigen das nicht. Mich würde interessieren, warum ihr entschieden habt, auch irgendwas mit Kunst in diesem Land zu tun. Künstlerin zuerst. Gemein. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich überlege gerade, wie man da am besten darauf reagieren soll, weil für mich funktioniert Gesellschaft ohne Kunst nicht, sagt die Künstlerin. Also ich muss gestehen, dass ich sehr, sehr spät erst erfahren habe, dass man in Deutschland das Privileg hat, Kunst zu studieren. Ich habe vorher Biologie und Chemie studiert, habe das auch abgeschlossen und wurde durch Zufall verschiedene Gespräche und Entdeckungen überhaupt dazu bewegt, Kunst zu studieren. Und ich war so begeistert von diesen Räumlichkeiten und von der Materialität dieser Beschaffenheit, dieser Akademien und dass die Studierenden überhaupt diese Privilegien haben, sich jahrelang, wenn die wollen, mit Kunst zu beschäftigen. Und es war dann klar für mich, ich habe mich in diese Räume verliebt, in der Art, sich intensiv damit beschäftigen zu können. Bin lange aber nicht lange in der Akademie geblieben, weil ich unbedingt auch überall mal reinschauen wollte und gucken wollte, wie Kunst überhaupt unterrichtet wird. Und dann habe ich schnell entschieden, okay, das, was ich die ganze Zeit anscheinend mache, muss in einer Art Bild manifestiert werden. Und für mich hat das nicht durch Text funktioniert, auch nicht Gesang. Ihr wollt nicht wollen, dass, also ich sollte nicht singen. Kurdisch tanzen, ja, jede Kurde innen weiß, wir können tanzen, aber ich glaube, das wollt ihr auch nicht sehen, nicht immer. Und dann habe ich so für mich eine Bildsprache entwickelt, nämlich durch kunsthistorischen Hintergrund ein Abbild von dem, was eigentlich ein Thema sein darf, zu schaffen. Und das ist, finde ich, da gehören die Akademien in Deutschland schon zu den stärksten, die das auch ermöglichen. Jetzt muss ich weitermachen, ne? Ihr guckt mich schon so an. Ich würde da bei dir anknüpfen eigentlich so viel weiter früher, dass Kunst bei mir eher so als Katalysator für Dinge angefangen hat und ich bin ziemlich früh schon mit 10 zu Hayusum gekommen und ich glaube auch so durch meine Mutter, der ich zu Hause einfach zu viel rumgeschrien habe und rumgetanzt und rumgesungen, aber in erster Linie als Ausdrucksform und als Art der Verbalisierung von Gefühlen. Also mir war es schon ganz, so wie du von deiner Mutter gesprochen hast oder deinem Vater, die Tanzen als Ausdruck, als Verarbeitungsmechanismus, das war für mich schon sehr früh
ein Ventil und kam sehr, sehr natürlich. Und genauso natürlich kam dann irgendwie die Performance und dass mich jemand gefragt wurde, ja, was beschäftigt dich eigentlich? Was hast du denn zu sagen? Und ich glaube, ich habe ein riesen, riesen dolles Privileg und dass mir diese Frage so früh gestellt wurde, auch aktiv. Also, dass ich nicht nur von mir selber irgendwie dachte, da ist voll viel in mir los, was irgendwie raus muss und ich brauche da irgendwie einen Weg für, sondern mir wurde ganz früh schon aufgezeigt, dass Kunst dafür ein ganz interessanter Weg sein könnte. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Arten. Ich habe jetzt selber nur Performance gemacht, aber Musik ist auch ein Riesenteil meines Lebens. Rap-Musik als Ausdrucksform höre ich extrem viel und ist mir auch, rege ich mich extrem viel auch drüber auf, aber ist mir auch extrem wichtig. Also ich komme nicht drum rum irgendwie um Kunst. Also ich bin ja selbst keine Künstlerin, sondern ich arbeite mit der Kunst als Mittel, Politik zu machen, gesellschaftliche Diskurse zu verrücken, Akzente zu setzen. Und ich glaube, der Grund, warum ich mich besonders mit Kunst auseinandersetze, in meiner Arbeit, in meinem Aktivismus, hat wahrscheinlich auch was Biografisches zu tun. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch selbst von zu Hause kennt, aber bei mir zu Hause wurde sehr viel verschiedene, besonders Musik gehört. Und mein Vater ist aus der Türkei und meine Mutter ist, also zweite Generation Holocaust-Überlebende. Und mein Vater ist jüdischer Türke. Also wir haben auch nochmal so eine andere Art von Musik zu Hause gehört. Jiddische Musik war wichtig, sephardische Musik war wichtig. Und den Effekt, also die Wirkung, die Musik, die Kunst bei mir zu Hause schon als Kind hatte, ist bewegt. Es bewegt viel mehr als Gespräche, als irgendwelche Texte zu lesen. Und sie bringen so viele Geschichten mit auf, so viele Traurigkeiten, so viel Sehnsucht, so viel, was, glaube ich, persönlich, ich finde, sehr wenig andere Medien es schaffen eigentlich. Und ich glaube, das war für mich bis heute, wenn ich verschiedene Arten von Kunst sehe, und ich meine, es ist ja immer eine Frage, das ist ja höchst politisch, wer wird gesehen, wer wird gehört und wer nicht. Und das ist das Ähnliche mit Kunst. Und wenn wir draußen haben wir die Ausstellung Offener Prozess. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen im Gorki in Berlin und habe mir die ganze Ausstellung angeguckt. Und ich konnte es mir nicht fertig anschauen, weil du so bewegt davon bist. Es ist so viel, was dich verbindet. Auch es sind nicht meine Geschichten. Und ich bin sehr behütet hier aufgewachsen in Deutschland. Aber es ist so viel, das einfach nicht sprachfähig, nicht in irgendein Text, in irgendein akademisches Papier gefasst, gegossen werden kann. Und ich persönlich finde, und ich habe sehr lange in der Politik auch gearbeitet, in verschiedenen Organisationen, Institutionen, aber seitdem ich so ein bisschen in die kulturelle Arbeit gehe oder kulturelle Vermittlungsarbeit und auch in Schulen sehr viel bin, wo wir Kunst wirklich nutzen oder künstlerische Mittel, um antirassistische Arbeit zu machen und antisemitische Arbeit zu machen, du kannst Geschichten erzählen, du kannst diese Raum-Zeit-Dimension, diese lineare, wie unsere Situation, unsere Zeit funktioniert, wer hat die Dominanz, wer spricht, welche Geschichten werden erzählt, welche Geschichte zählt, kannst du da durchbrechen mit Kunst und der Gestaltung, die die Jugendlichen selbst machen schlussendlich. Und ich glaube, es hat einfach, Kunst hat den Effekt, der so höchst politisch sein kann. Und Peter Weiß, der sein Buch da geschrieben hat in den 70er und 80er Jahren, meinte ja auch selbst, Ästhetik ist immer ein Politikum, was du darstellst, wie du es darstellst. Deswegen glaube ich, ist Kunst extremst enorm und wichtig. Und ich will noch eine Sache sagen, was ich interessant finde, weil durch die Kultur, die wir in diesem Land mittlerweile sehen und die Diskurse, die wir führen, Saki, du hast davon von BIPOC geredet. Jedes Mal, wenn ich irgendwie auf einer Bühne, du musst das bitte erklären, was bedeutet BIPOC? Black People und People of Color, Indigenous People. Und das schließt auch noch einige Leute, glaube ich, drin aus. Aber das ist natürlich auch diese Frage von Migrantenkunst, GastarbeiterInnenkunst, was auch immer sie uns nennen. Jüdische Kunst, dieses Label der Verwertbarkeit schlussendlich. Zähl mir, wie du bist, zähl mir deine Kunst, schwarze Kunst, lateinamerikanische Kunst, egal was es ist. Aber was die Kunst schafft oder die Kultur schafft, ist in diesem Land, wir haben die DNA dieser Kultur mit verändert. So wie dieses homogene deutsche Kunst gibt es nicht mehr. Und das ist unser Verdienst. Und wir haben gesprochen und wir sprechen weiter und wir gestalten und kreieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wenige Diskurse schaffen, weil sie an die Menschen rankommen.
jetzt schluck ich natürlich. Ich glaube, was ein Thema ist, was so Kunst bei uns bewegt, bei uns, die hier stellvertretend gerade sitzen, ist vielleicht so ein Labeling, was oft vorgenommen wird, nicht nur im eigenen Kopf, sondern im Außen, und dann dringt es vielleicht irgendwann in den eigenen Kopf. Wenn wir darüber sprechen, wie wir uns nennen wollen, wie wir gesehen oder gehört oder aufgeschrieben werden wollen, wie zum Beispiel eine Moderatorin ein Panel ankündigt oder etwas an die Wand projiziert wird in einem Raum, in dem wir normalerweise vielleicht nicht so offen und ehrlich sprechen können, wollen, sollen, dann würde mich total interessieren, wie ihr geschafft habt oder wie ihr damit umgeht, die Kunst, die euch ja offensichtlich, wie ihr das gerade alle beschrieben habt, auf die eine oder andere Art und Weise abholt, berührt, mitnimmt, in euer Leben zu integrieren, ohne euch festlegen zu müssen, das eine oder das andere zu sein. Wie wird man Künstlerin? Wie wird man Überlebenskünstlerin? Was sind Wegabschnitte? Was sind Situationen, wo man sagt, ich verbinde diese Dinge miteinander, die mir, meinen Vorfahren geholfen haben, weiterzumachen und zu überleben, und ich nehme das mit und ich schreibe das neu, ich verändere, ich baue um, ich baue Räume um, ich baue Räume aus, und jetzt sitze ich hier auf einem Panel und kann über genau sowas reden. Könnt ihr da Schlüsselmomente benennen? Wisst ihr, wann es bei euch so weit war, dass ihr gesagt habt, ich nehme diese Rolle ein und ich nehme das mit, wann ihr widerständiger wurdet, damit, dass ihr das so gemacht habt, wie ihr das zum Glück macht? Jetzt guckt ihr mich alle so an. Ich wünschte, ja, du bist meine Nachbarin und kleine Schwester, du weißt natürlich. Ich wünschte, ich könnte darauf so eine richtig konkrete Antwort geben, aber ich denke die ganze Zeit auch als, ihr habt ja das nicht Kunst als Widerstandsform genannt, sondern als widerständige Praxis. Und ich finde das ganz gut getroffen, weil ich auch heute hier bin, so, um darüber zu sprechen, wie wir Widerstand leben können in Kunst, wie es funktioniert. Weil ich stelle mir immer wieder die Frage oder habe mir als Performerin immer wieder die Frage gestellt, wenn ich mich mit so richtig schwierigen Themen auseinandergesetzt habe, die einen großen biografischen Bezug hatten, und gerade unser letztes Stück, da ging es viel um Kolonialismus, Geschichte, also wirklich, wir sind tief, tief in so Archive richtig zurückgegangen, von denen man immer so denkt, ja, ich weiß, es war alles schlimm, ne, aber dass einen dann nochmal, wenn man es immer wieder auf die Bühne bringen muss, fast retraumatisiert, wenn ich das mal so nennen darf. Und dann habe ich mich immer in dem Zuge gefragt, für wen mache ich das eigentlich? Also irgendwie habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, performe ich jetzt, weil ich das sagen will, weil ich denke, dass wir viel zu wenig über Kolonialgeschichte und die Gewalt und die Folgen davon reden, weil ich das irgendjemandem erklären will, weil ich das wirklich, will ich da wirklich drüber reden oder tut mir das gerade viel zu weh, darüber zu reden? Und mein größter Balanceakt oder ja, Prozess und meine Praxis dreht sich darum, mir die Frage zu stellen, so für wen, für was und warum. Das ist ja jetzt wahrscheinlich das Unkonkreteste, was man sagen kann. Auf vielleicht deine Frage, das Ehrlichste. Aber wisst ihr vielleicht, was ich meine? Gerade wenn wir über Räume sprechen und dass wir uns einen Raum nehmen, frage ich mich immer, ist mir der künstlerische Raum nur sofern gegeben, als dass ich über schwarze Themen spreche? Über schwarzes Leid vor allen Dingen? Über Diskriminierung, über Rassismus, über die Folgen dessen? So. Gerade gedanklich bin ich bei einer ganz anderen Form von Widerstand, nämlich Black Joy oder einfach Party als Widerstand. Mach mal weiter. Wenn ihr möchtet. Klar, gerne. Für dich immer. Ich finde, wir müssen einmal kurz über den Begriff Widerstand sprechen, weil ich finde, dass die Kunst schon immer widerständig Stand hatte. Es kommt nur darauf an, wie die Institutionen die Kunst repräsentieren und was gezeigt wird. Das ist etwas, womit ich mich beschäftige, wo wir nochmal drüber sprechen müssen. Des Weiteren finde ich, dass der Widerstand nicht daran besteht oder muss nicht daran bestehen, ich will das nicht relativieren, ein Kunstwerk zu machen, das ein bestimmtes Thema repräsentiert, Traumata,
und so weiter und so fort. Ich will nicht alle Themen aufzählen, die kennt ihr alle. Weil das ist für mich kein Widerstand, das ist ein Mittel. Der Widerstand funktioniert für mich, wie ich die BesucherInnen mit integriere, wie ich die Institutionen mit integriere und wie ich diese hinterfrage. Also wenn ich mich dazu als künstlerische Arbeit dazu entscheide, in einer bestimmten Institution auszustellen, aber nicht hinterfrage, was das für ein Raum ist, wie beziehe ich das auf mein Kunstwerk, was ich gerade thematisch bearbeite, dann ist es für mich kein Widerstand. Dann ist es nur ein Thema, was ich da präsentiere. Das kann ich im Wort, das kann ich in Text, das kann ich in der Musik oder auch zu Hause vorm Spiegel tun. Dann finde ich aber auch, und das habe ich für mich ganz schnell entschieden, wenn wir für die Veränderung sorgen wollen durch die Kunst, weil wir heute da sind, wir sprechen nur für die Kunst, dann reicht es nicht aus zu sagen, ja, ich versuche jetzt Themen aufzugreifen, die das Thema Rassismus, Traumata und so weiter widerspiegeln. Das ist für mich auch kein Widerstand. Ich finde, es muss noch radikaler werden. Wie kann ich durch das, was ich da thematisiere, den Blick nicht nur verschärfe, sondern scharf kritisiere? Es darf wehtun. Und deswegen, also Kunst muss und darf wehtun für mich jetzt. Ich verallgemeinere das jetzt nicht. Das ist für mich ein Widerstand meiner eigenen Kunst. Das heißt, ich persönlich beschäftige mich sehr viel, wo stelle ich aus, mit wem stelle ich aus und wer in meiner Umgebung soll überhaupt diese Kunst überhaupt begehen. Und es gibt sehr, sehr viele Versuche, da wärst du wahrscheinlich auch nochmal was zu sagen, diese Vermittlung der Kunst. Also wer guckt sich überhaupt die Kunst an und welcher Zugang wird überhaupt geöffnet? Und wenn wir uns die Kunstinstitutionen angucken, und dazu gehören auch die Akademien, das ist für sich ein Raum, der geschlossen ist. Und der Widerstand muss von innen kommen. Es reicht nicht, dass wir ständig sagen, ja, es gibt die Institution, die sind konservativ und es gibt die weißen Menschen, die das leiten und so weiter und so fort. Ich frage mich, wie kann die Kunst genau diese Brücke schaffen und einen Bruch, der wehtut, einen Bruch, der wirklich deutlich gemacht wird. Und das ist so ein Widerstand, den ich für mich in der Kunst schon sehe, in der bildenden Kunst. Ich darf, weil es gibt verschiedene Formen von Kunst, weil wir reden die ganze Zeit von Kunst. Ich persönlich vertrete hier die bildende Kunst für mich. Und in meiner eigenen künstlerischen Arbeit ist der Widerstand für mich nämlich die Hinterfragung der eigenen Gedanken und in dem Fall des kollektiven Gedanken. Wenn wir über Stereotypen nachdenken, weil die Bilder ja entstanden sind über Jahrhunderte, dann müssen wir bei uns anfangen, habe ich eigentlich nicht auch diese Stereotypenbilder? Also wenn ich künstlerisch arbeite, also dieses konservative, ich male und ich bin so begeistert von dieser Leinwand, dass ich die wieder aufhänge. Also ich habe sehr viel beobachtet von KünstlerInnen, Freunden, die rasten aus, wenn auf einer Leinwand plötzlich ein Fleck ist. Ich verstehe das. Das währt, es hat lange gedauert. Aber wie tief bin ich konservativ in meiner eigenen Praxis, bevor ich da nach außen gehe? Also da ist für mich der Widerstand bei dem eigenen Ich. Und ja, Traumata, Rassismus, das sind alle Themen, die berechtigt sind. Für mich reicht es nicht aus. Wow. Du hast so viel gesagt. Ich kann auch weiterreden. Möchtest du? Nee. Du hast viel gesagt. Irgendwie sind so viele Worte, wo ich gerne anknüpfen würde. Aber du hast das Wort Radikalität genannt, was ja irgendwie in unserem Diskurs seit einigen Jahren irgendwie rumschwirrt. Und was mich persönlich irgendwie nervt, ist, und das geht auch wieder auf die Frage von Institutionen zurück, ist, es ist sehr viel performative Radikalität, die wir sehen, finde ich persönlich. Aber es ist nicht wirklich Radikalität. Und das ist immer die Frage, was ist auch Radikalität? Aber ich glaube, die Frage, wenn du einen Status quo beibehältst, in verschiedenen Räumen nur sprichst, zu den gleichen Menschen immer nur sprichst, die dir eigentlich zustimmen, aber du radikale Wörter sagst, wie radikal ist es dann wirklich und wie performativ ist es? Die Frage ist wirklich so, willst du einen Transformationsprozess mitbestimmen oder mit contribute? Beisteuern. Dankeschön. Oder, ja, preach to the converted, so, immer zu den gleichen reden. Und das ist halt die Frage, glaube ich, und das ist die Widerständigkeit, aus diesen Räumen rauszugehen. Und ich gehe gerne in Museen, ich gehe gerne ins Theater, ich höre gerne Musik, all das. Und ich glaube, das ist auch alles wichtig, auch in großen Räumen oder in etablierten Räumen, wenn es gut gemacht ist. Aber ich persönlich, und das geht wieder zurück auf die Vermittlung, ich bin ein Riesenfan von Ayşe Gülüç, die das ganze Festival auch mitkuratiert hat, die migrantische Vermittlung eigentlich in Deutschland etabliert hat und aus migrantisch situierten Positionen, Wissen, Blicken, Erfahrungen die Kunst gestaltet hat und die Kunst in dem Sinne
das abbildet, was die Gesellschaft mehr ist und es zugänglicher gemacht hat. Und es ist nicht nur Ayşe Gülüç, da sind auch einige, ganz, ganz, ganz viele Leute mit dabei. Und es gab auch ganz, ganz viele verschiedene Ausstellungen, Projekte, die das immer wieder weiterführen und weiter leben lassen und in andere Richtungen leben lassen. Ich persönlich finde, also ich meine, diese Frage, was ist Widerständigkeit, wann ist es uns bewusst geworden? Ich glaube, diese Frage kann ich gar nicht beantworten, weil ich, seitdem ich sehr jung bin, in dem Sinne, du keine Möglichkeit hattest, ich bin nicht Teil der Norm. Und ich rede jetzt gar nicht so sehr in Bezug auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft oder Dominanzgesellschaft, sondern in meiner eigenen jüdischen Community bin ich nicht die Norm gewesen und da Ausgrenzungsstrukturen so stark erlebt hast. Und ich komme aus dieser sehr, sehr, sehr jüdischen Community aus München, die sehr verschlossen ist. Und ich glaube, da war schon immer klar, wir gehören nicht dazu. Und wenn du Ausgrenzungserfahrungen erlebst und sie dann aber irgendwann umkehrst und sagst, das ist eigentlich meine Stärke, weil ich ganz viel Reichtum habe und halt einfach nicht ganz so langweilig normal bin, dann kannst du das in was produzieren und Koalitionen schmieden, finde ich so. Und mit anderen in dem Sinne solidarisch fühlen, denken, handeln. Und ich glaube, dass das ist das, wo ich persönlich jetzt in meinem Leben angekommen bin, wo ich denke, die wichtigste Arbeit, die ich mache, wo ich merke, das ist eine Wirkungsstärke und das ist nicht die Arbeit, die auf einem Podium ist oder eine Ausstellung hat oder was auch immer ist, die Arbeit in den Schulen. Und die ist hart. Also vor 3 Wochen war ich in Südthüringen, gleich nach den Wahlen, und so viele Nazi-Kids habe ich seit meiner eigenen Schulzeit nicht mehr erlebt. Und du musst den Raum der Dissens aufmachen, wie uns Nora Sternfeld immer wieder sagt. So, und dann sitzt du da und sie kommen mit den wüstesten antisemitischen und rassistischen und queerphobischen und egal was. Und es ist trotzdem wichtig, den Raum aufzumachen. Und das irgendwie, das, du kannst es nicht dekonstruieren, wenn du die ganze Zeit sagst, aber das darfst du nicht und das darfst du nicht. Ich habe irgendwann mal gelesen, wir wollen keine politisch korrekte Sprache, aber wir wollen eine politisch korrekte Gesellschaft. Also musst du ja da irgendwie hin. Und ich glaube, diese Frage, und ich habe mich lange mit Utopien, und ich dachte, wohin wollen wir? Wir bashen uns alle nur, es ist ein Opferbuhl. Wohin wollen wir eigentlich? Und dann, welche Utopie schwebt uns vor? Aber ich glaube, diese Frage der Utopie stellt sich gar nicht. Die Frage ist, was ist der Prozess, wie wollen wir dahin und können wir dieses Ambivalenzverhältnis in uns selbst, mit uns und mit den anderen aushalten und dann irgendwie versuchen, uns zu verstehen und den anderen irgendwie zu lieben, in dem, was er ist oder sie ist. Ja. Ja. Ich finde es eigentlich schön, wenn Menschen klatschen, wenn sie klatschen möchten und auch uneigentlich. Es gibt mir ein bisschen Zeit, kurz nachzudenken darüber, was so Gutes gesagt wird. Ich danke euch für all das, was ihr heute hier teilt und dass ihr hier seid, ihr auch, und euch das antut. Wir reden viel über Institutionen, Zugänge. Wir reden viel über Fragilität, hart sein, weich sein. Hingehen, hinhören, wiedererzählen, nicht nochmal erzählen, erinnern, hinweisen, wiedererinnern, weitermachen. Und wir reden viel über Deutschland, ein Land, in dem wir alle irgendwie ja sind und in dem wir zum Glück heute Abend hier in Hamburg auf Kampnagel zusammen sind. Und die Frage, die ich mir in den letzten Monaten oft gestellt habe, ist, wie geht eigentlich Zugang? Wie geht Zugang vielleicht im Sinne von zu mir selbst, zu meiner Geschichte, zu meiner Familie. Aber wie geht Zugang auch, indem ich Zugang schaffe und Zugang zulasse in Räume, in denen ich mich vielleicht selber nie gesehen habe, warum auch immer, weil irgendwer anderes das erzählt hat oder für mich bestimmt hat, Thema Narrative. Ich würde gerne, um einen Bogen zu spannen dahin, dass wir später auch noch tanzen gehen wollen zusammen, um ein bisschen Kunst zu machen, wissen, wie ihr mit Barrieren umgeht, die vielleicht im Kopf sind oder in einem Raum, und wie ihr schafft, offensichtlich darüber zu steigen und immer wieder zu euch zurückzukommen und heute Abend hier auf einem Panel zu sitzen und vielleicht genau über diese bewegenden Themen zu sprechen. Super schwierige Frage, danke dafür. Und weil sie so schwierig ist, denke ich da eher an so 3 Schritte weiter, nämlich
mir ist ganz viel aufgefallen, gerade wenn wir jetzt über Institutionen und Theater und Kulturbetrieb reden, dass man da zurückspulen muss und gucken, wie viele Barrieren es überhaupt wirklich gibt, weil wir reden immer von mehr oder weniger offensichtlichen Barrieren, aber wie ist es denn, also wie offensichtlichen Barrieren im Sinne von, wie mache ich das Programm zugänglich, ja, oder offensichtlich im Sinne von, das sind keine Themen, die die und die Leute ansprechen, also werden die und die Leute nicht kommen, aber Zugänglichkeit auch im Sinne von, ja, wie möchte ich da überhaupt sein? Möchte ich da überhaupt stattfinden können? Gerade wenn wir über Museen zum Beispiel reden, ist die Tradition dieser Orte nicht schon, ist die pure Existenz von denen nicht eine Barriere schon an sich? So, wo fangen wir da überhaupt an? Also, um jetzt nicht noch ein anderes Fass aufzumachen, aber das ist, wenn ich das höre, denke ich, will man immer so schnell zur Tat schreiten und so, ja, das und so können wir es inklusiver entscheiden und dann noch so eine und dann, gerade wenn man so Programme auch zusammenstellt, aber diese Institutionskritiksfrage Existenz hängt da für mich noch total drüber. Wie seht ihr das? So. Ihr macht das ja ganz alleine. Barrieren. Also ich glaube, das ist für mich ganz schwierig, weil ich bin leider geprägt und privilegiert, immer Barrieren zu erleben. Ich habe in der Tat das zu meinem zweiten Nachnamen gemacht. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Werdegang erlebt, in keiner Institution, wo es für mich einfach wirklich reibungslos ging. Das ist kein Klischee, das ist einfach meine Realität. Ich bin eine Person, die sehr viel gerne lacht. Weil ich so viel lache und Stärke mitbringe, glaubt man könnte man mit mir härter umgehen und man dürfte diese Barrieren noch offensichtlicher machen. Wie gehe ich damit um, ist die nächste Frage, ist eigentlich die ursprüngliche Frage, deswegen gehe ich gar nicht auf die Barrieren an sich ein. Ich glaube, einer der wichtigsten Umgänge, die ich in Deutschland gelernt habe, ist, ich arbeite auch in Kurdistan, das heißt, das ist eine andere Art von Barriere, die ich dort erlebe, so hier in Deutschland. Wie ich damit umgehe, ist zum einen keine Angst vor Konfrontation, in dem Sinne, dass ich nicht aufklärerisch auftauche. Ich habe keine Lust, und ich meine es wirklich, keine Lust, Menschen aufzuklären, weil ich glaube, der Diskurs ist in Deutschland angekommen, bei Weitem noch nicht in den ganzen Institutionen, weil es ist erschreckend, wenn man in so einer Dekansitzung sitzt und da immer noch weder gegendert wird, noch auf Diskriminierung geachtet wird, noch auf Rassismus. Dessen sind wir, glaube ich, alle bewusst, die auch heute hier sind, hoffe ich zumindest. Sondern es geht um die Konfrontation, auch sagen zu dürfen, ja, das tut gerade weh, was gerade passiert. Ich bin Künstlerin, aber ich möchte nicht eingeladen werden, weil ich eine Kurdin bin. Ich möchte nicht eingeladen werden, weil meine Thematik gerade in eurem System passt. Ich glaube, wenn man sich traut, das zu machen, wird man auch sehr oft ausgeladen. Ja, das passiert auch, dass bestimmte Institutionen nicht mit einem arbeiten, aber ich hatte das Gefühl, eine meiner Strategien ist eine Konfrontation, und zwar auf respektvoller Ebene. Die andere Möglichkeit für mich, diese Barriere überhaupt anzusprechen, ist in der Tat in der bildenden Kunst. Das ist wirklich das, was ich dann reproduziere und in den Ausstellungsorten bringe. Ich spreche diese Grenze immer an und zeige auch in meinen Werken, es gibt diese Barriere offensichtlich. Ich glaube, wir sind weit davon weg, dass Barrieren nicht existieren können. Leider habe ich damit mich abgefunden. Meine Strategie ist, nicht dagegen zu kämpfen, sondern einen Bruch in diese Barriere zu finden, also wortwörtlich wirklich eine Mauer zu zerstören. Und das funktioniert, indem man einfach sich traut zu sagen, mir geht es gerade auch nicht gut. So. Ich finde, man könnte immer klatschen nach jedem Wortbeitrag. Und ich glaube, die Frage ist natürlich ein bisschen, aus welcher Perspektive die Barriere da ist. Also Barrieren von
also aus einer privilegierten Perspektive ist keine Barriere da. Und ich glaube, ganz viele Menschen, es gibt keine Barriere für die, aber sie schauen trotzdem nicht hin. Und vielleicht ist ein bisschen eine Geschichte zu erzählen. Ich war letzte Woche, mein Vater ist gerade sehr schwer krank und ich bin oft in München. Und ich war in einer sehr schönen Ausstellungseröffnung von Tünay Önder. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr sie. Die unter anderem das Migrantenstadel in München mitgegründet hat. Und das war eine interessante Situation, weil ich habe mich mit einer Frau unterhalten. Bisschen jünger als ich vielleicht, weiß ich nicht. Ähnliches Alter, total nett, süß, sage ich mal so blond, blauäugig, also sah eher deutsch-deutsch aus für mich. Nette Frau. Und wir reden von einer Ausstellung, die sich mit migrantischen Perspektiven von Ausschluss, von migrantischen Erzählungen, Geschichten auseinandersetzt. Und wir kamen irgendwie auf das Thema NSU. Und sie schaute mich an und sagte, was ist NSU? Nicht gecheckt, was sie will. Und dann habe ich NSU, nationalsozialistischer Untergrund. Sie hat noch nie davon gehört. Danach fragte ich sie, was machst du denn im Leben? Und sie sagte, sie sei Lehrerin. Und das ist natürlich schrecklich. Wo ich mich denke, hast du nicht mitbekommen, hast du mal was von der DDR gehört? Ich weiß nicht so richtig, aber... und das ist keine Barriere. Es ist ziemlich klar, alles ist da. Und ich glaube, wir könnten sehr viel weiter sein, wenn wir... Natürlich, wenn diese Leute aufhören würden, in ihrem Privileg des Nicht-Hinsehens, des Nicht-Zuhörens, sich nicht engagieren, sich nicht auseinandersetzen, endlich da rauskommen würden. Und natürlich gibt es dann die andere Seite von den Deprivilegierten, die immer wieder ausgegrenzt werden und nicht Teil dieser Gesellschaft sein sollen. Und da muss ich sagen, persönlich bin ich natürlich in einer ein bisschen anderen Position als, glaube ich, also ihr, das war der Zeigefinger, Zeit, als ihr. Jüdisch in Deutschland zu sein, ist was ganz anderes und du hast sehr viel Privilegien und kannst, Räume sind dir erschließbar, die für viele andere migrantisierte oder strukturell marginalisierte Menschen nicht sind. Kommt natürlich darauf an, mit welcher Narrative du in diesen Raum gehst. Und wer du bist in diesem Raum. Und da gibt es natürlich auch nochmal Ausschlusskriterien. Aber ich versuche immer wieder diese Barriere durch das Privileg, was ich mir nicht ausgesucht habe, was wieder von der Dominanzgesellschaft kam, für ihr eigenes Selbstverständnis, zu nutzen, um anderen Leuten einen Raum zu geben. Also ich bin gar nicht so oft auf Podiumdiskussionen, um ehrlich zu sein, weil ich nicht denke, dass wir noch eine jüdische Stimme hören müssten. Persönliche Meinung. Aber ich glaube, das ist eine Frage, wie kann man Barrieren zum Beispiel durchbrechen. Und in der Kunst an sich, glaube ich, oder wenn, und es stimmt natürlich, wenn du ins Museum gehst, wer geht ins Museum, wer fühlt sich da wohl im Museum, wer geht in irgendein, wer kommt auf Kampnagel? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ist es ein zugänglicher Ort? Kommen die Kids aus dem Kiez hierher? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch eine Frage und das ist eigentlich ganz wichtiges Wissen und ganz viel, was mit ihnen zu tun hat, was hier besprochen und performt wird. Und das ist natürlich immer diese Frage, wo holt man Leute ab? Und ich glaube, da ist immer ganz cool, und wie, jetzt komme ich wieder auf dieses Schulding zurück oder Bildungsarbeit zurück, ist, dass wir selbst unsere Zukunft und Gegenwart gestalten durch künstlerische Mittel und nicht erst auf eine Institution warten müssen. So. Und so brichst du auch Barrieren zu dieser Angst von Kunst. Mir fällt da noch einen kleinen Senf, gebe ich dazu. Und zwar, wenn wir auch Kunst, also wenn wir über Privilegien reden und das Privileg, Kunst zu machen, ist, denke ich, auch immer in diesem Zuge ganz oft um die Barrieren, die es im Kunstmachen überhaupt geht. Also wie, woher nehme ich die Zeit und die ganze Mühe, mich damit beschäftigen zu können, und zwar die ganze Zeit. Also dieses Zeitthema und dieses Geldthema, woher komme ich, wohin gehe ich, sind natürlich Themen, die wahrscheinlich uns vier alle irgendwie anders und doch ähnlich betroffen haben. Wenn wir ganz früh zurückgehen, ich denke ganz oft an meine Kindheit, die ich jetzt so beschreibe mit dem Alter, irgendwie so 5 bis 10 vor allem. Da habe ich ganz viel Musik zu Hause gehört, türkische, kurdische, deutsches komisches Radio bei meiner Mutter im Auto und ganz viel Kindermusik. Und ich
kann mir mittlerweile sehr gut erklären, warum meine Mutter das Lager von Rolf Zukowski gewählt hat, der übrigens auch immer da ist, wenn man ihn braucht oder ich. Und habe natürlich erst irgendwie später verstanden, warum meine Mutter das sehr mochte, dass ich auch Zugang zu Musik hatte. Wenn wir über Barrieren sprechen und über Zugänge, dann kommen wir natürlich daher, wo wir kommen und haben unsere Prägung zu Hause und sind die, die wir sind. Und dann treffen wir aber auch auf Orte wie zum Beispiel einen Kindergarten oder eine Schule, in der vielleicht Kinder schon widerständige Praxis als Kunst machen. Könnt ihr mir ein bisschen erzählen, wie ihr groß geworden seid im Kontext Kunst? Ob ihr im Kindergarten eine Erzieherin oder einen Erzieher hattet, die oder der besonders schön gesungen hat, oder ob in der Schule Texte gelesen worden sind, die besonders missverständlich waren und deswegen vielleicht ganz lustig. Erinnert ihr euch da an so Momente aus eurer frühkindlichen Zeit sozusagen, wo ihr sagt, ey, das höre ich heute noch, wie zum Beispiel, ich schaffe das schon von Rolf Zukowski und das macht immer noch was mit mir. Oder ich höre die Mucke von meiner Tante, die Erika Badu war, und das macht auch immer noch was mit mir. Und es macht mich vielleicht auch, wer ich bin und was ich mache. Ihr könnt auch kurz nachdenken, das kann ich aushalten. Also ich habe ähnlich wie du auch Rolf Zukowski im Auto gehört mit Kassette. Hallo Rolf. Natürlich, also ich meine, ich glaube, da gibt es ganz viele nostalgische Lieder und Gesänge, also auch religiöse Gesänge, mit denen ich sehr viel verbinde. Also ich war früher sehr gläubig und war auch viel in der Synagoge und meine Eltern sind nicht gläubig, aber Tradition ist was bei uns zu Hause sehr viel gelebt wurde. Und natürlich verbindet man was damit. Man verbindet interessanterweise auch was mit Sachen, die man ja dann im Erwachsenenalter denkt, so, oh mein Gott, das Text inhaltlich ist etwas, zu dem ich nicht mehr singen würde. Zum Glück sind wir ganz komplex und können lernen und wachsen und hinterfragen. Ja, aber Schulzeit ist interessant natürlich, weil also meine Schulzeit, ich bin aus München und ich war auf einer jüdischen Grundschule und dann bin ich auf die Hauptschule gekommen und das war natürlich auch ein interessanter Move und Erfahrung. Also von einer sehr behüteten jüdischen Community in eine Schule, wo vorrangig Kinder aus dem Umkreis Münchens waren und ich somit meine ersten Nazi-Erfahrungen hatte. Ich sollte aber dazu sagen, dass ich aufgrund der rassistischen Erfahrungen als Kind in der jüdischen Community eigentlich nie gesagt habe, dass mein Vater Türke ist und dass meine ganze Familie in der Türkei ist und wo wir immer hinfahren, war immer das große Geheimnis und fahren dann mal weg. Und das heißt, in der Schule hatte ich leider nicht das Glück, coole Lehrer oder Lehrerinnen zu haben, die sich über Kunst mit den geschehenen Realitäten in ihrem Kontext auseinandergesetzt haben. Aber was ich schon hatte, ich habe danach gewechselt, ich bin mit 15 nach England gegangen mit meiner Schwester und dort war es anders natürlich. Und dort lernst du, dort hast du, also ich hatte das Glück, dass ich natürlich in einer Umgebung war und als Klassismus auch eine Frage, ich habe ein Stipendium bekommen und war auf einer sehr guten Privatschule dort, dass du Unterricht bekommst, und das ist natürlich die Frage, also Bildung ist ein Social Justice Issue und wer Zugang zu einer guten Bildung hat, ich wäre nicht, wer ich bin, hätte ich nicht wäre ich nicht nach England gegangen, um ehrlich zu sein, und hätte Zugang zu dieser Bildung gehabt und das ist natürlich wieder eine Barrierenfrage und kann sehr gut Englisch und somit hat sich mein ganzes Leben in allen Richtungen gedreht und ich glaube, um wieder auf das Kunstthema zurückzukommen, ich denke auch, also ich glaube, was, und das hatte ich ja anfangs gesagt, ich glaube, Lieder, aber auch Musikinstrumente, also das Stück, das Material an sich, hat so viel Nostalgie. Meine Tante hat mir mal eine Oud geschenkt und ich versuche bis heute, sie richtig gut zu spielen und ich scheitere also jedes Mal. Mein Vater hat mit 62 angefangen, Sase-Unterricht zu nehmen. Ah, siehst du, okay, Hoffnung gibt's. Ja, mein Vater hat gerade sein Turkologiestudium abgeschlossen mit 70. Bachelor. Ey, immerhin. Also ja, also ich glaube auch, und das ist, glaube ich, das, was ich anfangs auch angedeutet habe. Ich glaube, es ist eine Sache, was mich immer wieder nervt in unserem Diskurs und besonders in der Kunst- und Kultur-
Welt ist diese Frage von Identitätspolitiken und wir reden immer über Identitätspolitiken und die sind so toxisch und es ist ja schon so, dieses Divide and Rule, dieses Spaltung, was sowieso von oben, vom System her irgendwie immer wieder ein Thema ist, machen wir auch in unseren eigenen Communities so stark und ich glaube, das ist so eine Frage, wo ich denke, künstlerisch, es sollte nicht so sehr auf Identitätspolitiken gehen, sondern um die Frage von Traumata auch. Wie verbinden wir uns alle in unseren eigenen verschiedenen Traumatas und können daraus was gestalten? Und da möchte ich noch eine Sache erzählen, weil ich es ganz interessant finde, apropos Identitätspolitik in der Kunst und Kultur, weil alle, die sich mit dem Thema Identitätspolitiken auseinandergesetzt haben, es gab ja, das wurde ja 1977 eigentlich von einem Combahee River Collective in den Staaten von einer lesbischen African-American-Gruppe gegründet. Also es wurde ein Statement rausgebracht zu Identitätspolitiken. Und es ist ganz interessant, in der Corona-Zeit habe ich ein Interview mit einer der Gründerinnen, Barbara Smith heißt sie, glaube ich, gesehen. Und sie sagte, einer der großen Probleme, die sie in unserer heutigen Zeit sieht, von jungen BIPOC-Aktivistinnen, besonders KünstlerInnen, ist, dass sie haben so ein bisschen die Idee vom Combahee River Collective ist, dass sie Race, Gender und Klasse zusammengedacht haben und die Idee ist, sie hatten eine Vision und die war Umverteilung. Also es war ein ganz klar antikapitalistischer Kampf. Und sie sagt, es ist interessant und sehr beunruhigend für sie zu sehen, wie in der heutigen Zeit oder die heutigen Generationen im Grunde dieses Thema Race, Gender und Klasse genommen haben, aber die Vision vergessen haben und aus Identitätspolitiken wieder auseinanderziehen. Identitätspolitiken ein Identity-Cult gemacht haben. Und so kommen wir halt nicht weiter, meines Erachtens. Nicht meine Worte, Ihre Worte. Wie fühlen wir denn Dinge zusammen, die getrennt werden? Oder wollen wir noch Bezug nehmen auf was vorher? Wir möchten einfach sprechen, würde ich sagen. Du bist die Moderatorin, du bestimmst. Ich gebe dir das Wort. Vielleicht gehe ich ein bisschen drauf ein. Ich glaube, es ist schon ganz, ganz wichtig, in Deutschland über Identitäten zu sprechen, dass das der Gesellschaft bewusst wird. Aber ich bin komplett mit dir, dass das in eine Richtung geht, die zu einer homogenen Masse geworden ist, die sich dem Kapitalismus sehr, sehr andockt. Und das ist ein rechter Kampfbegriff geworden, vor allem genau. Identitätspolitik. Und ich glaube, was in diesem Zusammenhang fehlt, ist einfach in meiner eigenen persönlichen Erfahrung Empathie. Der gesamten Gesellschaft fehlt meines Erachtens, was das angeht, einfach Empathie. Und es wird immer wieder Themen ignoriert, die eine persönliche Biografie haben. Für mich kann Kunst übrigens auch funktionieren ohne die Biografie. Allerdings es ist schon seit Jahrhunderten auch kunsthistorisch belegt, dass eigentlich alle KünstlerInnen aus einer eigenen Biografie heraus künstlerisch tätig werden. Wenn wir uns die Louise Bourgeois angucken, die offensichtlich mit ihrer Mutter und mit ihrem Vater die ganze Zeit arbeitet, aber bei ihr nie hinterfragt wird, warum Mutter und Vater. Um jetzt auf die Kindheit zurückzugehen, ich gehöre zu den Personen oder KurdInnen, habe nicht das Privileg, eine Kindheit zu haben. Also ich bin geprägt davon, Lieder in Kellern zu hören, Lieder, die verboten sind, leise zu hören oder sogar nur geschrieben zu sehen oder auch SängerInnen, die, weil sie gesungen haben, abgeholt wurden. Das habe ich sehr oft erlebt und deswegen war es für mich ganz spannend, als ich nach Deutschland kam, dass ich plötzlich auch die Lieder, die ich in Kurdistan nicht hören konnte, wieder hören durfte. Oder auch die Tänze, die durchgeführt haben. Also ich habe auch einige Arbeiten dazu gemacht, wie eigentlich Tanz auch eine Rekonstruktion eines Widerstandes sein kann und gerade bei KurdInnen. Und deswegen ist es für mich immer wieder schön, Geschichten zu hören, wie eigentlich Kindheit in Deutschland passiert ist, weil ich kenne das nicht. Und es ist auf jeden Fall ein Privileg und das sollte eigentlich, finde ich, immer wieder angesprochen werden, dass man mit Musik und Kultur aufwachsen darf, dass man nicht ein Buch wirklich abschneiden muss, seitenweise mit irgendwie tragen muss oder essen muss, weil man glaubt, man muss diese Worte mit sich tragen. Das ist das, was ich oder wir erlebt haben in Kurdistan, dass wir Gedichte beigebracht wurden, ist, weil es kein Archiv existiert. Wir KurdInnen haben kein Archiv. Unser Archiv funktioniert nur über Erzählungen.
über Märchenerzählungen. Und das existiert in Deutschland. Und ich finde, das sollten wir einfach mal genießen, dass wir archivieren dürfen, dass wir über eine Gesellschaft sprechen können, die existieren darf. Und das ist etwas, was ich so, so den Unterschied, wenn ich das jetzt auch höre, das ist ja auch nicht das erste Mal, deswegen kann ich dir nur sagen, das Musik hören und auch das habe ich in Deutschland erst gelernt, so richtig. Aber genau, um auf die zweite Frage einzugehen, wie können wir Sachen verbinden? Ich glaube, das habe ich versucht damit zu beantworten, indem ich sage, sobald ich anfange, Empathie zu entwickeln, zu verstehen, wie deine Kindheit war und dann aber nicht zu sagen, oh mein Gott, meine Kindheit war aber anders, wie kann es sein? Da mache ich schon eine Abgrenzung, da grenze ich deine Kindheit von meiner. Vielleicht kann ich aber eine Verbindung sehen, indem ich deine Erlebnisse mit meiner verbinde, weil ich hatte auch Musik, aber eine andere Art von Musik, eine widerständliche Musik. Und ich glaube, wir sollten aufhören, ständig Sachen zu verbinden. Es ist absolut okay, dass mal Sachen alleine stehen für sich, dass wir nicht in jedem eine Verbindung sehen und Transformationsprozesse sind keine neuen Prozesse. Also das ist auch so ein Diskurs, der gerade stattfindet. Transkulturalität ist keine jetzt stattfindende Aktion. Das ist seit Jahrhunderten. Es ist ein Prozess, das sagt es ja schon aus. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir so einfach sagen können, wir verbinden alles. Ich glaube, wir sollten akzeptieren, dass einige Sachen sich nicht verbinden, wie zum Beispiel ein Nazi sein und alles andere halt. Sehr schön, was du gesagt hast. Dankeschön. Ja, ich hatte das Privileg auf jeden Fall, mich mit Kunst und Kultur als Kind zu beschäftigen. Shoutout an Rolf, bei mir war er es auch. Aber wenn du mir die Frage... Er ist sogar hier. Oh. Er hasst mich jetzt. Wir reden später. Anyways, bei mir hatte das Thema in erster Linie, glaube ich, ganz viel mit Repräsentation zu tun, also dass ich mich in der Musik, die ich dann, dann kam das Internet, mir selber YouTuben konnte, dann gesehen habe. Also von Rolf ging es dann halt irgendwann zu Destiny's Child oder zu Samy Deluxe, der dann auch noch aus der Gegend kam, wo ich herkam und irgendwie so mit Schwarz-Weiß ging mir so die Wow. Hieß das Album so? Nee, ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, das Album hieß so 2011, Meilenstein. Habe ich verstanden, was sie mit Rap meinen. Und dann wurde mir so eine ganz große Welt eröffnet. Und da, das Deutste, was mich da, glaube ich, bewegt hat, war, dass ich meine eigenen Gefühle oder meine Weltsicht, die ich auch so von zu Hause mitbekomme, verbalisiert sehe und halt in einer Position der Stärke. Ich sehe nicht nur meinen Vater, der sich jeden Abend darüber aufregt, wenn Nachrichten laufen und über den reden und was die da Falsches erzählen und mir irgendwie seine Monologe hält über Stunden, sondern ich sehe das irgendwie verbalisiert auf einer Bühne von Leuten, die alle geil aussehen, die ich alle geil finde und in denen ich mich irgendwie sehen kann, so eine Identifikation was in erster Linie und so Empowerment. Aber ich finde, hier sind ganz interessante Begriffe schon gefallen. Du hast vorhin performativ gesagt oder auch wir haben so ein bisschen, sind in so die Richtung, ja, Tokenism würde ich jetzt auch mal den Kampfbegriff droppen, was mit dem ich halt hier struggle irgendwie in Deutschland oder allgemein. Ich habe nur in Deutschland gelebt, so richtig bisher und Kunst gemacht, deswegen kann ich gar nicht über einen anderen Ort reden, aber die Frage Performatives, nicht nur, weil ich Performance mache, sondern auch im Sinne von, ist mein Empowerment dann auch performativ, wenn es nur auf der Bühne ist, in der Institution, wo dann die Sachen so weiterlaufen, wenn ich wieder gehe? Ist super, dass ich auf der Veddel oder Köln-Korweiler oder sonst wo mal ein Kulturfestival mache und ein Straßenfest und die Kinder einen Rap-Workshop machen können, aber was passiert da strukturell? Also, ja, ich habe jetzt voll die Frage umgedreht, aber gut. Ich fand, das ist, resonierte in meinem Kopf nach, dieses Performative in dem Ganzen beschäftigt mich sehr. Darf
Habe ich was dazu sagen? Julia. Du darfst unbedingt darf ich was dazu sagen. Zu hierher habe ich ein Buch nochmal gelesen von Christina Sharp, In the Wake on Blackness and Being. Und sie hat ein total spannendes, also es ist ein fantastisches Buch. Es ist, wenn ihr Englisch könnt, es wurde noch nicht übersetzt in anderer Sprache, aber es ist ein sehr, sehr zugängliches Buch, finde ich, geschrieben. Aber sie hat ein sehr spannendes, weil es wieder um Widerständigkeit zurückzukommen und was du gesagt hast, weil sie hat ein Beispiel gegeben von zwei verschiedenen Monumenten, also Gedenkmonumenten. Und sie ihm diese Frage stellt, für was sind Gedenkmäler, Monumente überhaupt da? Und sie sagt, es muss ein Counter-Narrative geben, wir müssen was verändern dadurch. Und sie hat einmal über ein Monument oder ein Gedenkobjekt gesprochen, was in New York aufgebaut wurde von der UN, irgendwas, irgendeiner UN-Organisation. Und es ging um Slave Trade und um Sklaverei. Und sie sagte, naja, das war einfach, also es war ein schönes Monument an sich, aber es war nett und es war nicht, hatte ich nicht, was du davor gesagt hast, es war in dem Sinne, es hat dich nicht bedroht, es hat dich nicht aufgerüttelt, sondern es war befriedend. Und kannst du die Vergangenheit einfach lassen oder nicht? Und dann hat sie im Gegensatz, also als Gegenbeispiel, nannte sie eine Situation oder ein Monument, wo ein Künstler im Grunde den Mississippi River, also die, wo viele Schiffe gefahren sind früher, und verschiedene Ketten, die auch wieder symbolisch für die Ketten von versklavten Menschen symbolisiert haben. Und es gab 6 Ketten aus Metall und eine aus Rot, die das Blut dargestellt hat. Und diese Ketten sind ganz schnell, man lief quasi durch so einen Tunnel und die Ketten waren über einem und unter einem. Ich war nicht da, ich habe es nur gelesen und Bilder gesehen. Und es war ein unglaublicher Lärm, weil die Ketten liefen so schnell, wie der Mississippi River läuft. Und die rote Kette war etwas langsamer wie auf einem Fluss, einem anderen Fluss. Und es war nicht angenehm. Und es war trotzdem ein Monument und ein Denkmal, das nicht befriedend, pacifying ist. Es war widerständig und es war ganz klar aus der Position der Stärke aber und aus der Position von Betroffenen, von Menschen, die das zwar persönlich nicht erlebt haben, aber an uns kleben so viel mehr als unsere eigenen Erfahrungen. Und die tragen wir mit und die tragen wir weiter. Und deswegen finde ich es total spannend, wenn es Projekte gibt. Und es gibt sehr viele tolle Kunstprojekte, die eben diese Durchbrechung von Zeit und Kunst immer wieder als widerständiges Konzept sehen. Und nicht in diesem westlichen Linearen, so ist es gewesen, sondern wir erzählen unsere Geschichten. Und wir sind selbst, wir haben so viele Geschichten, die sind nicht linear, die passen nicht in den Zeitrahmen, der uns vorgegeben ist. Und das ist das, was Kunst macht. Wir können reimaginieren. Und wir können kämpfen und Kunst machen. Und kämpfen und hier auf einem Panel sitzen und kämpfen und zusammen im Café. Und das ist große Kunst, wie ich finde. Ich glaube, dass dieses ganze Festival oder Symposium in seiner Kuration und auch in seinen Auswirken hoffentlich, vor allem für die Menschen, die unmittelbar beteiligt sind und nicht nur betroffen, ganz, ganz viele Türen öffnen kann. Ich glaube, dass ihr alle heute Abend ganz viel von dem preisgegeben habt, was ihr so lebt und macht und warum. Ich hoffe, dass ihr das getan habt, weil ihr euch damit wohlfühlt. Und ich bin wahnsinnig ehrfürchtig davor, was ihr alle drei so macht. Ich weiß, das können wir alle nicht ertragen zu hören, deswegen hören wir es ja ständig. Und ich glaube, warum wir kämpfen und was Kampf für uns eigentlich jeden Tag neu bedeuten kann und muss, damit wir hoffnungsvoll, wohlwollend, kontinuierlich und radikal weiterkämpfen können, das haben wir heute hier erläutert. Und ich hoffe, dass alle Menschen, die hier heute zu Gast sind, gehört haben und gesehen haben und verstehen möchten, was erzählt wird. Und ich bin euch wahnsinnig dankbar, dass ihr heute hier seid, dass ihr dieses Programm bereichert, dass ihr uns das Vertrauen schenkt, zusammen in einer Institution, die in Hamburg wahnsinnig wichtig ist für mich als Hamburgerin und auch schon war, als ich 4 Jahre alt war, mit einer Mutter im Rollstuhl, die Gastarbeiterin-Tochter ist, und Arbeiterinnenkind, nämlich Gastarbeiterinnenkind, und hier einfach mal auf die Toilette gehen konnte, ohne dass jemand blöd guckt.
zusammen das hier zu vollziehen. Und weil ihr so viel gesagt habt, worüber ich gerne in Ruhe nochmal nachdenken und nachfragen würde, freue ich mich, dass wir heute Abend gemeinsam hier sind, dass Sie und ihr heute Abend hier seid, dass wir heute Abend noch die Inszenation von Layla sehen können, dass wir heute Abend zusammen feiern gehen können in der Panda Bar, an einem Ort, der für viele Menschen, die hier vielleicht nicht jeden Tag rumturnen, sehr wichtig ist. Und ich freue mich, wenn Sie die nächsten Tage weiterhin dabei sind, wenn Sie diese drei fantastischen Personen weiter verfolgen auf Ihrem Weg, so wie ich das immer ganz ehrfürchtig tue, meistens im Internet oder halt in der Wohnung bei mir. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Vielen Dank.